In dem Weinbeet haben wir 23 Zeilen mit jeweils 4 Reben. Und was aber eigentlich unser Hauptziel ist, außer natürlich die Weinrebenvielfalt zu zeigen, die Sortenvielfalt zu zeigen, das sind die Weinbergskräuter, die Weinbergsbegleitflora. Wir sind jetzt leider ein bisschen spät dran. Im März, April war das alles gelb von Weinbergstulpen. Es gab diesen Weinbergslauch mit seinen violetten Blütenköpfen. Und was jetzt noch als letzter sozusagen Überbleibsel der Weinbergskräuter da ist, ist diese wunderschöne Pflanze. Sie wird hier gerade von einer kleinen Schwebfliege besucht. Das ist eine Doldengewächs, das ist der Breitsame. Und diese Weinbergskräuter ist unser Beitrag aus Freiburg für den Artenerhalt. Jeder botanische Garten hat sich verpflichtet, eine Pflanzengruppe, die vom Aussterben bedroht ist, besonders zu kultivieren und geben es übers Weinbauinstitut an interessierte Winzer ab, die Knollen oder Zwiebeln dann, wenn die eine Anbaumethode haben, die eben diesen Weinbergskräutern eine Überlebenschance gibt.